Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Da wir jetzt mit dem, ja, wie heißt es, dem großen Kringeling in der letzten Folge ein paar Problemchen hatten, werden wir es jetzt noch einmal probieren. Wenn wir das nicht schaffen, dann begeben wir uns auf die Suche nach den zwei grauen Steinen. Einfach damit wir bei den Goblins die interessanten Gegenstände kaufen können. Ich meine, wir können ja unterwegs schon mal ein bisschen die Augen offen halten, ob wir vielleicht die grauen Steine finden. Jetzt würde mich interessieren, muss man dafür vielleicht ein ganz normales Handwerk hoch haben und sowas? Das hätte ich dann nämlich nicht zur Verfügung. Upsala. So, nutzen wir mal den hier, die statischen Entlagen, die haben wir sonst nie benutzt. Weil die auch irgendwie nicht so ganz funktioniert, wie sie soll. Ja. Muss ich mir nochmal überlegen, ob ich die überhaupt noch behalte dann. Wir haben kein Frostschild mehr drauf, merke ich gerade. Einmal erneuern, so. So, na bitte. Und hier, Schatztruhe. 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 Ein Wurstpanzer, den wir nicht überhaupt können. Aber Hauptsache, wir haben einen, ne? So, hier können wir mal ganz schnell durchreiten. Reite, reite, reite. Das hier schon mit dem morphischer Stein. Ich weiß nicht, ob die dann zählen. Oder ob es hier nochmal andere gibt. Ich werde gleich einfach mal gucken. Steinsammlung. Ich gucke einfach mal, was rein. Ja. Okay. Hier vorne spawnt der Riesenkringeling. Wir steigen mal vom Pferd ab und machen uns bereit für den nächsten großen Fight. Kommt jetzt erst gleich ein hungriger Goblin. Und der Goblin lockt dann den großen Kringeling an. Der große Kringeling. Erste wichtigste Sache, fesseln und auf Abstand halten, das Mistvieh. Boah, guckt euch das an, der hat sich schon wieder aus den Festen befreit. Nach so kurzer Zeit, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Wieso befreit sich das Mistvieh so exorbitant schnell aus meinen Fesseln? Das ist doch krank. Das ist nämlich schon wieder los gewesen. Ich will ihn doch nur auf die Hälfte runterbringen, damit ich ihn töten kann. Tja. Halten die Fesseln nicht mehr, oder was? Doch, wurzelt das Ziel an und das so bis zu 25 Sekunden. Oder hat er irgendwie einen Schutz davor oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wir haben immer nur 3 Sekunden Festung gehabt oder sowas. Na wunderbar, okay. Dann gehen wir jetzt Steine suchen. Das ist mindestens genauso spaßig. Mein Gott, ey. Also das regt mich schon ein ganz kleines bisschen auf, muss ich schon sagen. Da ist ein grauer Stein. Solche brauchen wir doch. Die können wir sogar sammeln für die Quest, wunderbar. Einen haben wir, jetzt brauchen wir noch einen zweiten Stein. Bin ich hier mal gespannt, wie sich die Quest 3 weiterentwickelt. Oh, da ist schon wieder Feuerkröte, der war. Nameth, mit dem wir schon vor ein paar Folgen getötet haben. Die können wir eigentlich nochmal töten, weil die Namets verlieren wirklich bei jedem Mal, wenn man sie tötet, auch gute Ausrüstungsteile und sowas, ne? Außerdem will ich meine Erfahrung schuldenlos werden. So, wumms. Wumms. Da, wumms, da ist er tot. Halskette aus Stein. Intelligenz und Ausdauer. Dafür keine Weisheit. Aber ich glaube, Weisheit brauchen wir sowieso nicht. Fähigkeiten, Modifikator und Schutz. Ich glaube, das sind so schon richtig gute Dinger für uns. Wunderbar. Dann tauschen wir die Halskette mal eben aus. Heps. Tadam. Hat es sich schon alles gelohnt. So, wir müssen einen aschfarbenen Stein finden noch. Tadam.
Da ist noch ein grauer Stein, da ist noch ein grauer Stein. Ich nehme einfach mal auch die grauen Steine mit, ne? Na wunderbar, die grauen Steine sind einen rußigen Stein. Sehr wahrscheinlich ist es auch viel ein grauer Stein, ne? Ja, wir müssen zwei schwarze Steine finden. Jetzt lass mich raten, wir müssen wieder graue Steine finden. Oh, jawohl. Denke ich doch mal. Wir haben jetzt schon vier Steine gesammelt. So, dann gucken wir mal hier. Nein. Oder ich lege den Stein nochmal an. Den metamorphischen Stein, den können wir natürlich nicht ein, weil wir keine ausreichende Sammelfertigkeit haben. Die müssen wir auch mal irgendwann wieder ein bisschen leveln. Puh. Irgendwann müssen wir nämlich dann nochmal wieder anfangen mit dem Craft ein bisschen. Das haben wir jetzt so lange vernachlässigt. Seit über 150 Folgen oder sowas haben wir gefühlt nicht mehr gecraftet. Irgendwie sowas um den Dreh war es, glaube ich. Ausgebildeter Goblinjäger sind wir geworden. Ein Achievement. Warte, warte. Ah, ne, doch nicht. Ich habe mich gerade ein bisschen verguckt. Hat mir mein Kopf wieder nur Streich gespielt. So, diese Scheißsammler töten. Das sind aber auch die einzigen von den Viechern, die aggressiv sind. Wollen wahrscheinlich nicht ihre Beute hergeben und sind deshalb so aggressiv. Da will ich ja deren Beute gar nicht. Ich will nur Steine. Wie den dort hinten, den grauen Stein. Oh, ja, jetzt habe ich ja hier eine Riesenparty. Hallo Freunde. Ich habe gehört, ihr wollt Party machen. Hier, Party Time. So. Boah, das sind sogar heldenhafte Scheiße, habe ich überhaupt übersehen. Da hätte ich dann ein bisschen ernsthafter kämpfen müssen. Na gut, schaffen wir trotzdem noch, aber wird schon mal ein bisschen knapper, ne? Und nächstes Mal achte ich genauer drauf, was ich denn da angreife oder was mich denn da angreift. So, gut. Fortgeschrittene Verzierung, Band 5. Und einen grauen Stein. Ja, wir müssen noch einen grauen Stein finden. Na wunderbar. Oder anders, wir müssen einfach nur einen ganzen Haufen grauer Steine finden. Ist scheißegal. Sind alles. Graue Steine sind immer die richtigen Steine. Da ist noch ein grauer Stein. Ein hellgrauen Stein. Lass mich raten, ist es wieder grauer Stein, den wir sammeln müssen? Ich glaube nicht, dass das hier jetzt ein Übersetzungsfehler ist, by the way, sondern ich denke mal wirklich, dass das hier, oder ein Lokalisierungsfehler oder irgendwie sowas, oder ein Faulheitsfehler, sondern ich glaube wirklich, dass das hier extra so gemacht ist, dann, damit man halt wieder ein bisschen vor sich hingrenzen kann. Die Goblins mit ihren Spezialanforderungen und in Wirklichkeit wollen sie halt nur graue Steine. So. Einen dunkelgrauen müssen wir auch noch finden. Ach du Scheiße. Das wird jetzt schwierig, einen dunkelgrauen Stein zu finden. Na, ich wage zu bezweifeln, dass es der richtige ist. Wir haben ihn doch tatsächlich gefunden. So, uns erstmal wieder einen Schutzzauber gegeben. Wir haben genug Steine gesammelt, wunderbar. Dann können wir die jetzt auch abgeben gehen. Moment schon mal. So. Okay. Sind erst 7 Minuten in der Folge. Ich wollte gerade mal kurz gucken, wie lange wir schon in der Folge sind. Deshalb hieß es kurz, Momentchen. So, hier rein. Dann bin ich ja mal gespannt, was er uns dann als nächste Quest gibt oder wenn es ob es weitere Quests gibt. Ihr habt all die verschiedenen Steine beschafft. Ihr seid eine große Hilfe. Sie unterscheiden sich gar nicht so sehr voneinander. Sagt ihr, eure Glubscher sind nicht so gut wie Glockoblin-Glubscher. Gut, dass ihr sie nicht zur Arbeit braucht. Ja, klar. Seid ihr für euren nächsten Auftrag bereit? Ja. Erledigt Magma-Würmlinge am Strand. Diese Bestien haben gefährliche Klauen und Zähne. Ich soll sie jagen, um die Goblins vor ihren Angriffen zu schützen?
noch mehr Minus ansehen. Aber gute Rüstung gibt es hier, auf jeden Fall. Also, das ist schon auf jeden Fall ein Grund dafür, dass ihr das machen sollt. Das nehme ich an. Nein, ich liebe ihr für euch hochtes Dauerfleisch. Alleine, wenn ich daran denke, tut ihr das meinen Mäuchlein gut. Ich hätte es besser wissen müssen. So, jetzt stellt sich die Frage, nehmen wir den neuen Stab nehmen wir auf jeden Fall. Der hat mehr Werte als die addierten Werte der anderen beiden Sachen, die wir haben, als unsere Kugel und unsere Scepters. Das ist ja krank. Also kämpfen wir ab jetzt schön mit zwei Handstab. Wunderbar. Bringt doch mal wieder ein bisschen Abwechslung mit rein, finde ich. Ach ja, ich freue mich. Bringen wir aber mal wieder ein bisschen Abwechslung im Let's Play drin. Und dann geht es jetzt an den Strand. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich liebe Goblin-Quests. Die Goblins sind immer so extrem verrückt gehalten und sowas, alles so richtig bescheuert, seltsam, dass man da jedes Mal sich einen abkichern kann oder abkackern kann, wenn man die da mit ihren ganz speziellen Beschreibungen immer hat oder liest. So. Magma-Grotte, 8 von den Würmlingen. 1800. Bam. Und das nur mit dem Skill. Ich will nicht wissen, was die anderen Skills jetzt noch raushauen. Also das war halt zwar kritischer, aber trotzdem. Mit Solarbrand so viel Damage zu hauen. Bis zu 3000 Schaden können wir sogar mit dem Feuerball machen. Also der Damage ist, glaube ich, noch ein bisschen gestiegen, kann das sein? So, zack. Zack. Und noch ein Solarbrand, dann haben wir ihn. Next one. So, einmal. Zweimal. Und dreimal tot. Mein Gott, ich glaube, wir machen wirklich deutlich mehr Schaden nochmal. So hoch, wie wir die ganze Zeit mit dem Solarbrand treffen, das ist nicht normal. Ich bin vom Solarbrand weniger Schaden gewohnt. Ich kann jetzt schon bald ruhigen Gewissens immer als jeden zweiten Skill reinhauen. Weil ich weiß, dass er richtig gut Schaden macht. Und Kabums. So, letztem. Und dann können wir das nämlich schon wieder wegbringen. Und dann haben wir sofort wieder einen neuen, guten Ausrüstungsgegenstand. Das muss man noch aufhören zu nennen. Ja, wir sind schon wieder zurück. Wie geil. Und dafür gibt es jetzt schon wieder einen neuen Ausrüstungsgegenstand. Mein Gott, wir werden hier jetzt richtig zugeschüttet mit neuen starken Ausrüstungsgegenständen. Ist aber auch mal nötig, dass wir wieder ein bisschen stärker werden. Wenn ich so bedenke, unsere Robe... ist noch von Stufe 18. Wir brauchen unbedingt eine neue Robe. Wir werden diese Questreihe jetzt auch so lange machen, bis wir dann auch eine neue Robe kriegen. Hoffentlich gibt es hier auch dann eine neue Robe. Das wäre zumindest extrem praktisch, wenn wir mal eine neue Robe bekommen würden. Ah, jetzt haben wir auch noch ein paar Quests. Was hast du denn für eine Quest? Hey, ihr wird gearbeitet! Bewegt euch! Ich habe den Rußfußberg versandt. Oh, ihr seid das Muskelpaket von dem Beulenschlaf erzählt hat. Ihr versucht uns zu helfen. Läuft nicht so gut, was? Wem sagt ihr das? Wirklich unerhört. Mag nur mal ein weiteres Mitglied des Rußfußbergbauverbandes hat von meinen Versuchen erfahren, dem Goblin-Clan zu helfen. Sie hat mich um Hilfe gebeten, um ein paar Edelsteine aus örtlichen Rußfußbergwerksgebiet betrieben zu fördern. Ohrstecker der betrunkenen Geister. Mein Gott, der ist auch schon wieder deutlich stärker als das, was wir hier mit uns rumschleppen. Das ist unerhört. Da müsst ihr anschuften. Ich habe einen Auftrag für euch. Sucht eine Rußfußlore und holt daraus 8 Edelsteine. Bringt sie her. Okay, das ist einfach. Das dürfte sogar wirklich einfach sein. Wie alle Quests hier von den Rußfüßen bis jetzt. Schnell! Kommt! Ja, gut!
Meine Nase riecht leckeres Wirbling-Dauerfleisch. Mm. Ja, hier nimmt es. Jawohl, neuer Ring. Ah. Ich nehme was davon. Aber ihr müsst auch essen. Gute Nahrung für den Henker. Offensichtlich. Hallo, als ihr fort wart, habe ich Neuigkeiten erfahren. Goblin Augen und Köpfe sind nicht die einzigen Dinge, die größer sind und gut funktionieren. Auch die Ohren gehören gut. Ist ja ganz offensichtlich der Gipfel intellektueller und physischer Begabung. Was? Nichts. Und was wollt ihr mir Wichtiges sagen? Ich weiß etwas über die seltsamen, wackeligen Lava-Kriechtiere, die neuen Farben des Himmels tragen. Das ist schlecht. Schimmernder Edelstein des Heldenmuts. Juhu, das ist endlich mal wieder eine Verzierung. Das ist gut. Beulenschlaf, ein Mitglied des Fuß-Fuß-Bergbauverbandes, hat mich irgendwie davon überzeugt, Ihnen weiterzuhelfen, indem ich ein paar erschreckende Neuigkeiten untersuche. Anscheinend wurde ein Teil der natürlichen Fauna von Lavasturm von einem unnatürlichen Sturm infiziert, der am Himmel über einer jener Bucht tobt. Mhm. Ja, und einige der Kriechtiere, die von den Rußfußwachen in der Nähe von Nayenas Haus und am Strand gesichtet wurden. Das kann ich tun. Okay. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch was. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.